Hallo, herzlich willkommen. Ja, ich habe gerade die erste Map hier auf dem Atlas gelaufen mit dem Chaos-Schwinger. Da läuft ja aktuell gerade noch das Let's Play dazu. Das wird sich jetzt ja auch noch ein bisschen ziehen. Und ich weiß, dass der eine oder andere Schwierigkeiten mit dem Zauberschwinger hat. Da habe ich mir gedacht, ich schiebe jetzt einfach mal so ein Video einfach mal so dazwischen. Tatsächlich ist es so, das werdet ihr im Let's Play auch verfolgen. Also diese Zauberschwinger-Umstellung, die dauert bei mir noch ein bisschen länger. Ich bin ja so ein, ich habe es ja so gern bequem. Ja, aber ich habe mir gedacht, Leute, ich lasse euch da nicht hängen. Ich mache einfach mal ein Video, wie läuft das Ganze. So, und zwar ist es so, dass wir, oh, ich habe hier ganz viel Kram noch. Ich muss erst mal ganz kurz wegsortieren, Entschuldigung. So, wir machen einfach nur mal ein bisschen Platz. Komm, den Eumel da, den verkaufe ich jetzt einfach. Wird einfach verkloppt. So, dann habe ich Platz. Dann habe ich Platz und dann können wir loslegen. So. Ja, komm, mach weg. So, und zwar diese Zauberschwinger-Konstellation. Die ist ja für den einen oder anderen doch ein bisschen problematisch. Wir nehmen jetzt mal, wir nehmen da einen Zauberschwinger. Was habe ich hier drinne? Verseuchung nehme ich da jetzt mal raus. Ich nehme jetzt einfach mal den Seelenriss da rein. Das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Das heißt, wir werden das Ganze mit dem Seelenriss machen. Ich nehme jetzt auch hier den Zauberschwinger mal raus. Das heißt, ich habe jetzt hier gar keine Zauberschwinger an der Stelle mehr drin. So, jetzt ist das im Prinzip so, dass wir, den Seelenriss lasse ich drin, den Zauberschwinger nehme ich nochmal ganz kurz raus. So. So, jetzt ist das ja im Prinzip so, ich werde jetzt hier auch den Seelenriss einfach mal aktivieren. Da. So, das heißt, normalerweise ist es so, ich zaubere diesen Seelenriss ja ganz alleine. Jetzt haben wir das Ganze mit dem Zauberschwinger ja kombiniert. Das heißt, ich nehme jetzt hier den Zauberschwinger rein. Schwupp. Und plötzlich stellen wir fest, die Fertigkeit kann gar nicht mehr genutzt werden. Ich kann jetzt hier drücken, wie ich will. Es passiert gar nichts. Das liegt einfach daran, weil diese Zauberschwinger, das ist das, ich nenne das jetzt mal eine Triggergemme, genauso wie Zaubern bei erlittenem Schaden oder aber auch irgendwas anderes. Der Zauberschwinger übernimmt jetzt für uns das Zaubern. Das heißt, wenn der Zauberschwinger für uns das Zaubern übernimmt, dürfen wir das selber überhaupt gar nicht mehr zaubern. Darum, die beiden funktionieren ja miteinander, darum steht hier, Fertigkeit kann nicht benutzt werden. Ich kann die alleine nicht mehr ausführen aktiv. Ich muss mich auf den Zauberschwinger verlassen. Damit der Zauberschwinger das machen kann, der ist ja hier aktiviert, damit der Zauberschwinger das machen kann, muss ich den aber einmal aktivieren. Das ist jetzt der Zauberschwinger dazu. Ich drücke jetzt mal die T-Taste. So, jetzt ist der Zauberschwinger aktiviert. Der Zauberschwinger reserviert eben Mana. Das heißt, ab jetzt kann der eigentlich erst seine Arbeit tun. Das heißt, er kann jetzt für mich den Zauber sprechen. So, immer noch kann ich... Ich drücke jetzt mal R, ne? Da passiert immer noch nichts. So, jetzt darf ich nicht einen Fehler machen. Das werden vielleicht auch vielen... Da wird es wahrscheinlich problematisch, weil jetzt drücke ich T und es passiert immer noch gar nichts. Ja, die Reservierung geht weg, aber passiert ist nichts. So, ich aktiviere das jetzt wieder. Es muss aktiviert sein. Das heißt, ich muss es hier reserviert haben. So, weil jetzt müssen wir mal gucken. Es gibt eine Bedingung für diesen Trigger, also für das automatische Ausführen. Beim Trigger ist es ja, es passiert irgendwas und dann macht er irgendwas. Also es muss jetzt erstmal was passieren, damit er überhaupt was machen, also das Zaubern machen kann. Und da steht hier, reserviert eben das Mana, das auf den Unterschied basiert und bewirkt, dass diese Zauber ausgelöst werden, wenn ihr mit einem Zauberstab Angriff Projektile feuert. So, jetzt ist das so, dass ein Zauberstab von Haus aus, ich mache jetzt hier einfach mal das Schwert rein. Wir haben einen Zauberstab hier und das Schwert ist der normale Standardangriff mit der jeweiligen Waffe, also ohne Fertigkeit, ohne alles. Der schießt ein Projektil. Habt ihr gesehen? Er hat nicht nur das Projektil geschossen, nein, er hat auch den Seelenriss dazu gemacht. Ich deaktiviere jetzt hier den Zauberschwinger nochmal. Da seht ihr den Unterschied. Jetzt macht er hier nur die Projektile. Ich aktiviere den Zauberschwinger und er schießt jetzt den Seelenriss dazu. Das liegt daran, weil wir eben ein Projektil mit dem Zauberstab abfeuern. Das Projektil muss aber ein Angriff sein, da gibt es ja eben auch. Zum Beispiel, wenn ich Entkräften nehme, ich habe es ausprobiert, das werdet ihr im Let's Play auch noch sehen. Ich werde das Ganze auch im Let's Play nochmal erklären, aber es kommt eben erst später. Ne? Ich wollte euch da jetzt nicht auflaufen lassen. Wäre doof, wäre fies. Beim Entkräften ist das so, der hat zwar ein Projektil, aber es ist ein Zauber. Jetzt gibt es eben diesen Trick, zu sagen, ich nehme Raserei. Raserei hat ein Projektil, funktioniert mit einem Zauberstab und ist ein Angriff. Das heißt, ich
nehme hier Raserei rein. So, nehme statt dieses Angriffs, diesem Standardangriff, nehme ich Raserei als Angriff und schon passiert das Gleiche. Ich muss aber, wie gesagt, Voraussetzung ist, ich muss das eben hier haben, ich muss damit wirklich definitiv angreifen. Irgendwie, also ihr müsst nicht mal einen Gegner treffen, damit das ausgelöst wird. Ihr müsst die beiden miteinander verbunden haben und der Zauberschwinger muss aktiviert sein, also es muss also Mana reserviert sein. In dem Moment funktioniert das Ganze. Jetzt könnt ihr eben auch noch andere dazu machen, ne? Also ich nehme den Zauberschwinger jetzt mal hier rein und da rein. Ich habe jetzt hier den Zauberschwinger mit Seelenriss und mit Entkräften tatsächlich kombiniert. Ich habe ja hier diese größere Projektilaufteilung noch drin. Ich reserviere es mal. Jetzt ist natürlich schon ein bisschen mehr Mana, weil wir natürlich mit einmal zwei Fertigkeiten da drin haben, die das Mana reservieren. Und ich habe hier auch noch die größere Projektilaufteilung, die eben auch noch dafür sorgt, dass wir einen Mana-Multiplikator 165% haben. Jetzt brauche ich schon viel, viel mehr Mana. Aber wenn ich eben diesen Angriff mache, dann löst er auch alles aus. Das Entkräften seht ihr nicht, weil das fliegt unter den Seelenriss mit. Ne, nehme ich den jetzt hier zum Beispiel raus. Wobei es noch nicht so bleiben muss. Ne? Nehmt das nicht so als endgültige Konstellation. Das kann sich alles noch ändern. Ich bin noch in der Probierphase. Ja? Dann könnt ihr sehen, das wäre jetzt hier der Seelenriss. Nee, Quatsch. Und jetzt nehmen wir den Seelenriss raus. Jetzt habe ich das gleiche mit dem Entkräften-Zauber. Packe ich es wieder rein. Jetzt knallt da alles raus. Ja, also das ist so ein bisschen die Funktionsweise von diesem Zauberschwinger. Wenn ihr das beherzigt, dann könnt ihr eben auch schon ein bisschen vorspielen. Ja? Ich weiß, das Let's Play zieht sich ja immer eine Weile und der eine oder andere von euch, der probiert ja doch ein bisschen. Wie gesagt, ihr könnt auch jederzeit unten in der Videobeschreibung gucken. Da ist ja ein Link zu all meinen Chars. Sucht ihr euch da den Holzbein-Paul raus. Dann könnt ihr sehen, wie der aktuelle Stand ist. Das kann natürlich auch sein, wenn ich so Mitte des Atlas feststelle, mag nicht mehr, dass ich den komplett umbaue vielleicht. Ne? Dann könnt ihr sowas seht ihr dann da. Da habt ihr immer den jeweils aktuellen Stand. Wie gesagt, seid herzlich eingeladen. Jeden Montagabend 21 Uhr auf Twitch. Dürft ihr auch gerne Fragen stellen, wenn da Probleme auftauchen. Oder aber in die Videobeschreibung der Videos hauen. Auch da wird das ja in der Regel beantwortet. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch guten Loot. Ja, haut einen Schlag rein. Zeigt es den Banditen. Nee, gar nicht wahr, den Banditen nicht. sondern den, plündert, was das Zeug hält. Bis zum nächsten Mal. Ciao.